So, ihr seht schon hier die Box. Die kommen bestimmt dem einen oder dem anderen bekannt vor für euch da im Livestream. Wir haben eine kleine Publikumsaktion gemacht. Wir wollten ein bisschen Realität in den Valentinstag bringen. Und wir wollten von euch wissen, was war deine schlimmste Valentinstags- oder Tinder- oder Dating-Aktion, Erfahrung, whatever, was auch immer. Und ihr habt einige Sachen geschrieben und ich habe ein bisschen Angst, aber ich bin auch sehr gespannt, was da so drin steht. Ben, ich gebe dir auch mal ein paar. hast du deine... Hier sind schon mal, wir fangen schon mal gerne an. Ihr könnt, also wir werden gemeinsam gleich voten, was wir denken, wer hat es verdient, wer hatte das, die schlimmste Erfahrung und der oder diejenigen gewinnen Karten für die nächste Waschsalon-Show hier am 6. März. Wir haben da ein Female-Special. Ben, hau mal raus. Ich suche mal weiter. Ich bin schon dabei. Das ist ja herrlich. Alter Vater. Soll ich schon mal was sagen? Ja, bitte. Ja, ich habe ja auch schon mal super Schönes von der Anna. Ich finde es auch schön, dass sie Vor- und Nachnamen ganz hier. Anna Lux. Schön, dass du hier bist, Anna. Wir geben gleich dein Insta weiter. Also, mir hat bei einem Tinder-Date ein Vogel auf die Schulter geschissen. Anschließend flogen meine offenen Haare auch in die Scheiße. Es war weder lustig noch amüsant, nur beschissen. Guter Wortwitz, klasse, Anna. Das war schon mal sehr schön. Was haben wir hier noch? Hier haben wir ein bisschen was Romantisches, aber auch creepy. Katha hat geschrieben, nach nur einem Date kam der Typ zu mir auf die Arbeit ins Vero-Moda. So, hier versteckte Werbung. Ich wollte gerade sagen. Und hat Rosen mitgebracht und sie mir vor allen überreicht. Ja, da weiß man nicht, ist das creepy, ist das mutig? Ah, ja, Katha, sorry auf jeden Fall. Ich höre raus, es war dir unangenehm. Das ist jetzt ein bisschen länger und die Schrift ist eine Sauklaue. Mann, Lukas, Alter, was hast du für eine Schrift? Lukas K. Wer auch immer. Der war smarter. Ich sehe gerade, Lukas, er hat erst seinen ganzen Namen geschrieben und dann hat er nur bis zum K weggestrichen. Geiler Typ. Wo ist Lukas? Das ist der nach Siegen fährt gleich noch. Sein Kumpel davon, ja, natürlich. Ach du? Natürlich. Lukas aus Siegen, na sicher, ihr. Klasse. Alter Vater, ey. Jetzt sind wir alle gespannt. Was geht in Siegen? Nach einem One-Night-Stand bin ich bei ihm die Treppe runtergelaufen. Dort begegnete mir die Mutter am Frühstückstisch, welche mich zu dem Zeitpunkt nicht kannte und begrüßte mich mit Hallo Lukas, du bist doch... Hallo Lukas, du bist also der neue Freund von... Fragezeichen. Storytelling ist auch nicht so dein Ding, oder? Und lud mich auf einen Kaffee ein. Also bestimmt mein Walk of Shame... mit einem Kaffee mit der Mutter. Ja, das ist hart. Riesenapplaus für Lukas, du armer Alter. Lukas, we feel you. Hier ist auch noch was Schönes von Marcel. Er schreibt uns, ich habe einen Typen auf Grindr kennengelernt und zum One-Night-Stand verabredet. Ich sollte dann direkt in seine Wohnung kommen, obwohl er mich vor der Haustür abholen sollte. Das ist schon mal an der Stelle, Leute. Nicht weitermachen, aber gut. Die Wohnungstür war offen, die Lichter aus. Ich machte Licht an und er lag nackt auf dem Bett. War aber nicht der Typ von den Fotos. Jawohl! Ach du Scheiße. Wer war das? Ich will einfach nur wissen, wie es dann weitergegangen. Wurdest du eingesperrt? Was ist dann passiert? Nö, dann hatten wir Sex. Wer war denn das? Jetzt will er sich nicht melden, ne? Nee, unangenehm. Ah doch, jetzt hier vorne. Luisa, da ist er. Wo ist er? Was, wo? Du, wir wollen das jetzt alle wissen. Was ist denn passiert dann? Ich bin gegangen. Du bist gegangen. Ein Riesenapplaus bitte. So muss man das machen. So. Also hast du noch einen? Nee, ich habe nur zwei gegriffen. Lies ruhig noch einen vor. Ach so, ja, wir haben noch ein paar, aber wir wollen ja auch noch voten. Und bevor wir jetzt die ganzen Storys verlieren, wir haben ja schon ein paar, muss man sagen, ein paar Fundstücke dabei. Ich würde mal sagen, wir lassen mal zwei schlimmste Dates gegeneinander antreten. Mal in den Raum gerufen, was fandet ihr am schlimmsten? Das mit den, es gab die Rosen, es gab, da lag ein fremder Typ auf dem Bett, nackt. Wir hatten den Vogelschiss. Aber das, ihr habt gar nicht reagiert. Das ist voll normal anscheinend bei euch. Nee, ist normal. Ich wurde schon oft angeschissen. Wir sind in Köln. Was willst du machen?
Ja, den Vogelschiss kann man auch noch mit reinschmeißen. Die Rosen gab es ja auch noch, ne? Das fand ich, also ehrlich gesagt, muss ich sagen, fand ich auch nicht so. Was hatten wir denn noch? Kaffee am Morgen. Kaffee am Morgen, genau, stimmt, mit der Mutter erstmal ein Smalltalk, ja. Okay, wir sagen mal so, wir lassen mal antreten, wir machen das gleich per Applaus. Also, was ihr am schlimmsten fandet, desto mehr Applaus bitte. Wir haben, also wir fangen mal mit den Rosen an. Einmal klatschen für die Rosen. Dann einmal klatschen für den Vogelschiss. Was haben wir jetzt noch? Jetzt sag du einfach. Ich habe es gerade gar nicht umgekehrt. Die Mutter morgens am Frühstückstisch. Ja. Okay, das finden einige sehr unangenehm. Aber ich ahne es schon. Wer ist für der fremde, nackte Typ in der Wohnung? Ja. Herzlichen Glückwunsch, du hast 2 Karten gewonnen fürs Female Special. Sechsmal, jetzt guck mal, wozu das alles gut ist, wenn man mal so eine Scheiße erlebt, ne? Kannst du den Typen direkt mitnehmen.